Hallo und wieder herzlich willkommen im Channel vom Gitarrensammler. Ich war in London und da möchte ich euch was zeigen. In London gibt es für Gitarrenfreaks zwei Pflichtbesuche. Das eine ist die berühmte Denmark Street mit den vielen Gitarrenläden, zu dem kommen wir in einem eigenen Beitrag. Und das andere ist das älteste Hardrock-Café der Welt. Das erste eröffnete Hardrock-Café in der Old Park Lane, ganz in der Nähe des Hyde Parks in London. Und dort gibt es das berühmte Vault, ein Keller mit einem riesen Safe-Raum, der für Queen Victoria gebaut wurde, also schon uralt. Und der dient jetzt dazu, die ganzen Kostbarkeiten des Hardrock-Cafés aufzubewahren. Man kann diesen Vault kostenlos besuchen und das zahlt sich aus. Wenn ihr mal in London seid, lasst euch das nicht entgehen. Und jetzt zeige ich euch ein paar Eindrücke davon und schalte direkt nach London. Hallo, der Gitarrensammler diesmal aus London. Wir sind im Hard Rock Café in der Old Park Lane. Und da gibt es das berühmte Vault, wo ganz wertvolle Gitarren drinnen sind. Und die schauen wir uns heute gemeinsam an. Jetzt kurz vor der Führung im berühmten Vault. Da schauen wir jetzt besondere Gitarren. Allein die Auswahl, die wir hier haben, ist faszinierend. Bo Diddley, Jeff Beck, Stevie Vai, Red Hot Chili Peppers. Dort Duane Allman, Keith Richards, David Bowie, B.B. King. Mehr Geschichte auf einem Fleck gibt es nicht als hier und das sind nicht irgendwelche Gitarren, das sind deren Originale, die hierher gekommen sind. Allein das hier ist 1 Million wert, unvorstellbar. Aber da geht es nicht um Geld, da geht es um Geschichte und das ist unglaublich, was hier unten steht. Wer also noch nicht im Hard Rock Café in London war, das muss man sich einfach unbedingt anschauen. Das ist die Gitarre, wegen der ich hauptsächlich hier bin. Eine Flying V, die 69 für Jimi Hendrix gemacht wurde. Eine Left Hand, er war ja Linkshänder und genau diese Gitarre hat er auf dem Isle of Wight Festival 1970 vor über 700.000 Zuschauern gespielt. Die Gitarre soll auf 4 Millionen Pfund versichert sein, völlig unglaublich. Aber auch hier, das ist Geschichte, das ist unwiederholbar, das ist nicht so sehr umgekehrt. Also die Flying V von Jimi Hendrix hier im Vault im Hard Rock Café in London. Eine unglaubliche Gitarre. Nach diesen Videos, die wir direkt in London gedreht haben, möchte ich euch noch ein paar Bilder einblenden. Bei den Videos war die Ton- und Bildqualität doch etwas eingeschränkt. Aber es gibt hier so viel Tolles zu entdecken. Zuerst einmal vielleicht zu dieser wundervollen Flying V von Jimi Hendrix ein paar Eindrücke vom Isle of Wight Festival 1970, dass man sieht, was dort los war. Das war so groß wie Woodstock, das waren hunderttausende Leute. Und wenn das dann diese Gitarre ist und noch dazu von Jimi Hendrix, ist das ganz was Besonderes. Dann ist unter anderem auch eine Les Paul von Slash dort. Er hat sie bei den Aufnahmen vom Double Talking Jive verwendet. Und wenn man weiß, wie gut sich die Gibson-Neuauflagen verkaufen, ist die von Slash original gespielte Gitarre, der Prototyp, natürlich entsprechend wertvoll. Es gibt eine wunderbare Gitarre von Les Paul direkt. Dann gibt es die Duane Allman 1954er Stratocaster, die er für die Aufnahmen von Layla gespielt haben soll, also auch eine Gitarre, die sicher unschätzbar wertvoll ist. Ein interessantes Objekt, eine rote Telecaster von Keith Richards, signiert und stilecht mit nur 5 Saiten bezogen, wie es Keith Richards geliebt hat, aber es ist eine ESP, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er die wirklich gespielt hat oder ob er die nur signiert und dem Hard Rock Café geschenkt hat. Dann gibt es Originale, die Gitarren von Größen wie David Bowie, von B.B. King, von Jeff Beck und viele andere. Also noch einmal, solltet ihr in London sein, geht in die Old Park Lane und besucht dort das Hard Rock Café und unter dem Shop des Hard Rock Cafés bis dieses berühmte Vault. Unglaublich, was sich dort alles tut und eigentlich ein kleiner, unscheinbarer Raum, aber voll von Geschichte. Der nächste Beitrag zeigt euch dann ein wenig von der Denmark Street. Also, bleibt dabei.